Wir müssen eben auch aufpassen, und da weist Weber und Schäfer auch darauf hin, nicht Rationalität über alles. Könnten Sie bitte die Tür, die ist irgendwie aufgegangen, zumachen, danke. Nicht Rationalität über alles, ja, Hyperreflexivität so gesehen, ja, reine Erkenntnistheorie, das ist nicht Sinn der Sache logischerweise, sondern wir müssen auch, oder wir sollten auch auf unsere Intuition irgendwie hören. Und da haben die dann so eine Reflexions-Intuitions-Commitment-Matrix entwickelt, die Sie hier sehen, die im Prinzip uns aufzeigt oder aufzeigen will, dass wir zu einer bestimmten Entscheidung erstens reflexiv sagen können, go, und zweitens aber auch ein gutes Bauchgefühl haben, intuitiv sagen können, go. Ja, also Intuition und Reflexion, wenn die so gesehen im Gleichgewicht sind, wenn wir also aus diesen beiden Perspektiven heraus ein gutes, reflexiv gut, intuitiv gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung auch gut ist, größer. Das ist der Ansatz, das ist die Idee. Ja? Das steht hier, eine Übereinstimmung reflexiver und intuitiver Einschätzung signalisiert eine höhere Wahrscheinlichkeit der Gültigkeit der Lösung. Das ist eigentlich so das, was Sie hier ausdrucken. Also nicht quasi mit der Rationalität die Intuition unterbinden. Das wäre ganz, ganz schlecht so gesehen aus deren Perspektive, sondern bewusst die Intuition auch mit einbeziehen. Und das erklären Sie anhand eben dieser Matrix hier, die Sie hier sehen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Da gibt es ja eben vier Felder, römisch 1 bis 4. Und hier werden drei Fälle unterschieden. Und der erste Fall ist eben, Reflexion folgt dem Bauchgefühl. So, also das sind Zustände jetzt offenbar, wenn die Reflexion dem Bauchgefühl folgt, wo die beiden sich wieder streiten. Also der Ausgangszustand ist eben, dass Reflexion und Intuition sich so gesehen wieder streiten. Wo haben wir denn diesen Fall? Also wo wir eine reflexiv positive Einschätzung haben und eine intuitiv negative oder niedrige Einschätzung haben. Naja, das ist natürlich hier dieses Feld römisch 1. Ja? So, und wenn wir jetzt sagen, Reflexion, also widerstreitet sich. Reflexiv, super gut. Intuitiv, unser Bauchgefühl sagt nicht, wir haben Bauchschmerzen an der Stelle. Irgendwie haben wir Bauchschmerzen damit. So. Das ist also ein Ungleichgewicht. Und wenn wir das feststellen, muss man da nochmal überlegen, nochmal der Sache nachgehen. Und das ist jetzt eben Fall 1. Reflexion folgt dem Bauchgefühl oder kann dem Bauchgefühl folgen in dem Sinne. Das ist quasi dieser Pfad 1, den Sie hier sehen. Ja? Also mit anderen Worten, das Ergebnis ist vielleicht an der Stelle, aufgrund der Intuition werden Prämissen nochmal hinterfragt, nochmal überprüft, nochmal gerechnet und man stellt fest, letztendlich, dass es in der Tat nicht vorteilhaft ist. Wenn das so ist, dann würden wir quasi diesen Entwicklungspfad gehen, 1. Dann ist nämlich dann am Ende auch die reflexive Einschätzung niedrig. Ja? Also Fall 1. Reflexion folgt Bauchgefühl. Also vielleicht können wir das nochmal kurz mal hier reinschreiben. Also, Reflexion, Fall 1. Reflexion folgt Bauchgefühl. Das ist hier zum Beispiel der Fall. Und wo noch? Also Fall 1. Reflexion folgt Bauchgefühl. Wo noch? Ja? Genau. Wenn Sie sich den Quadranten römisch 3 anschauen, da haben Sie eine hohe intuitive Vorteilhaftigkeit, eine niedrige reflexive Vorteilhaftigkeit. Und hier ist es also so, der sechste Sinn, ne, ist irgendwie da. Die Rechnung allein oder an der Stelle die Methodiken, die angewendet werden, führen zu einem nicht vorteilhaften Ergebnis. Und auch hier, man spricht darüber, verändert bestimmte Prämissen und stellt dann anschließend fest, aufgrund des Dialogs und der intensiven Besprechung,
dass es auch reflexiv vorteilhaft ist am Ende. Also Sie haben in beiden Quadranten eine Ungleichgewichtssituation und die Zielsetzung ist immer so gesehen, auf den Gleichgewichtspfad zu kommen. Weil eben da oben die These steht, nicht? Wenn beides übereinstimmt, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zum Erfolg führt. Ja? Also Transparenz schaffen in dem Sinne, Gleichgewicht suchen und aber dann natürlich auch das Gleichgewicht hinterfragen. Also wenn man sich zum Beispiel hier oben die Situation anschaut, intuitive Vorteilhaftigkeit hoch und reflexive Vorteilhaftigkeit hoch, da sehen Sie ja so ein Loop hier, also so ein Pfeil 7 jetzt hier, dass man hier auch nochmal kritisch hinterfragt, ist das ein echtes Gleichgewicht oder ist das vielleicht ein unechtes Gleichgewicht? Ja, das kann ja auch sein. Also hier, wenn Sie schon im Gleichgewicht sich quasi befinden, das kann insofern sein, wenn die Willensbildung im Prinzip über die Intuition schon gebildet ist. Ja? Und dass Sie quasi dann, was wir auch ja festgestellt haben, die Informationen so suchen, dass am Ende natürlich ein positives Ergebnis rauskommt. Das wäre so eine Art von Scheinrationalisierung, die Sie haben könnten. Ja? Das ist eben das Problem. Deswegen hier auch nochmal zur Sicherheit hinterfragen. Das könnte eine Scheinrationalisierung in dem Sinne sein. Dass das im Prinzip die Willensbildung schon durch die Intuition quasi determiniert ist. Man sich entsprechend die Informationen sucht, die konsonant sind, wo alles passt und so weiter im Sinne von Wunschdenken. Ja, das wäre ein Problem. Es gibt noch so ein paar weitere Probleme, die da auftreten können. Und zwar dann beispielsweise, wenn man einen Information Overload hat, dass man dann so zu einem Intuitionsaktionismus kommt und sagt Augen zu und durch. Könnte auch sein. Das wäre auch, sage ich mal, so ein falsches, in Anführungsstrichen, falscher Gleichgewichtszustand. Naja, gut. Also, Fall 1. Jedenfalls 1 und 6, das sind diese Entwicklungspfade 1 und 6. Und nach Fall 1 gibt es natürlich auch einen Fall 2. Den machen wir vielleicht mal rot. So. Unterschiedliche Farben. Da ist es so, dass Intuition der Reflexion folgt. Intuition folgt Reflexion. Okay, wo haben wir das denn? Welche Entwicklungspfade sind denn hier zu nennen? Ja, genau, ne? Also hier 3 und 4. Hier ist es also so, dass die Intuition der Reflexion folgt. Sie haben hier zunächst eine hohe intuitive Vorteilhaftigkeit, eine niedrige reflexive Vorteilhaftigkeit. Der Pfeil geht nach links in den Quadranten römisch 4. Und damit haben Sie eine gleiche Einschätzung dann, niedrig, niedrig. Das Problem hier ist natürlich, also hier ist es etwas schwieriger mit der Überzeugung, denn, sage ich mal, hier geht es um Glaubenssätze und wenn es um Glaubenssätze geht, dann ist, sage ich mal, die Überzeugung mit Rationalität nicht so einfach. Also dieser Weg 4 ist nicht so leicht gangbar wie umgekehrt. Reflexion folgt Bauchgefühl, würde ich mal sagen. So, das Gleiche gilt hier oben. Wenn Sie da eine hohe reflexive Vorteilhaftigkeit haben, aber eine niedrige intuitive Vorteilhaftigkeit, dann müssen quasi die Bauchschmerzen, die müssen verfliegen, so gesehen. Ja? Und dass man dann am Ende auch eine hohe intuitive Vorteilhaftigkeit wahrnimmt. Das ist also Fall 2. Naja, und jetzt ist es ja so, jetzt fehlt ja im Prinzip nur noch, machen wir das jetzt in blau, 2 und 5. Das ist so dialektisch, ne? Fall 3, gegenseitige Anpassung.
man kommt sich da entgegen. Also auf beiden Seiten ergeben sich Einschätzungsänderungen. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht, Achtung, fauler Kompromiss. Das wäre nicht so witzig, natürlich nicht so gut. Kompromiss. Achtung, fauler Kompromiss. Nicht? Also wenn man vorher eine niedrige reflexive Einschätzung hatte, dann wird das quasi gesagt, naja, machen wir einen Kompromiss. Wir akzeptieren das Ganze unter der Bedingung bestimmter Verbesserungsmaßnahmen. Ja? Mit Verbesserungsmaßnahmen. Oder jetzt hier, man hat ein intuitives Störgefühl. Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz I-. Ja, intuitives Störgefühl. Kompromiss, also reflexiv eben vorteilhaft, Kompromiss, statt der großen die kleine Lösung. Okay. So, das ist im Prinzip diese Reflexions-Intuitions-Commitment-Matrix. Auch hier, also es gibt zwischenzeitlich auch einige Arbeiten dazu, also zum Thema, wir haben ja über Rationalitätssicherung gesprochen. Es gibt Arbeiten betitelt mit Intuitionssicherung. Ja? Rationalitätssicherung, aber bitte auch Intuitionssicherung. Denn die Intuition hat eine große Bedeutung, das sehen die beiden Autoren ja auch. Wenn wir da vielleicht nochmal Bezug drauf nehmen zum Thema Intuition, warum die so eine Bedeutung hat. Warum hat die denn eigentlich so eine große Bedeutung? Sehen Sie da einen Grund? Also man könnte das ja auch negativ ausbuchstabieren, so wie das, sage ich mal, Sigmund Freud letztlich getan hat. Ja? Das war ja die dritte Kränkung der Menschheit so gesehen, die psychologische Kränkung nach der kosmologischen, der biologischen, ja, dass wir nicht, dass wir vom Affen abstammen, ja, das ist die zweite Kränkung, die kosmologische, dass wir eben nicht im Mittelpunkt sind des Weltalls. Und dann gab es die dritte Kränkung, die psychologische, dass das Ich nicht mehr Herr im eigenen Hause ist. Das ist eine Kränkung, ja. Das Unbewusste bestimmt uns zu einem großen Anteil. Ja, das E ist das Über-Ich und so weiter. Ja, das ist ja nicht so rosig ausbuchstabiert. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, ja, mit der Intuition, ja, das ist ja auch sowas, ne? Irgendwo. Wie sehen Sie das? Könnte man das nicht vielleicht mit diesem Principal-Agent-Ansatz irgendwo auch verbinden, dass man quasi durch die Intuition, weil es gibt ja auch, also wie gesagt, Sachen, die man nicht irgendwie vorher greifen kann, dass die Intuition einem beispielsweise sagt, okay, mit der Person sollte man den Vertrag nicht unbedingt eingehen, obwohl vielleicht, sagen wir mal, das Zeugnis oder was auch immer ganz ja. gut ist, aber einfach das persönliche Gefühl, die ja. Intuition sagt, ja. nee, besser nicht. Ja, ja. Ja, ja, das ist ja auch der, genau das ist ja auch der Vorteil bei Entscheidungssituationen, egal ob das jetzt Personalentscheidungssituationen sind oder Investitionsentscheidungen sind, grundsätzlich Entscheidungssituationen, sagen die ja auch, ne, wende das hier an der Stelle so an, nimm die Intuition auch ernst, also positiv ernst nehmen. Und wir haben ja gerade auch über Lernen gesprochen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz guter Hinweis, dass Lernen, dass Intuition auch positiv ist, nämlich das ist so gesehen, also Intuition ist die Intelligenz des Unterbewusstseins. Die Intelligenz des Unterbewusstseins. Und ich denke mal, Sie haben jetzt muss man nur noch wissen, also der unbewusste Berater, wie man den aktivieren kann, diesen unbewussten Berater, sodass er nicht mehr so unbewusst ist vielleicht. Was wir aber alle, glaube ich, schon festgestellt haben,
Also das stellt man dann vor allem fest, sage ich mal, bei Projektarbeiten oder ja, vielleicht auch beim Lernen im Hinblick auf eine Klausur oder vielleicht auch bei einer Bachelorarbeit. In der Regel wird das da wahrgenommen oder bei Problemen im Job, ja, die erstmal ein Riesenproblem darstellen und man schläft eine Nacht drüber oder am anderen Tag hat man die tolle Idee. Die ist plötzlich da. Und plötzlich versteht man irgendwas. Man hat eine Nacht darüber geschlafen. Ja? Das Unterbewusstsein hat offensichtlich damit gearbeitet. Es hat geklärt, gereinigt, wie auch immer. Auf jeden Fall, am nächsten Tag hat man die Idee. Wie durch ein Wunder. Ja, das ist die Intelligenz, das Unterbewusstsein. Ich glaube, also ich denke, jeder von uns hat da diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt. Ja, das ist wirklich so. So, jetzt müssen wir nur noch wissen halt, da forschen natürlich auch viele dran, wie man das bewusster irgendwie, dieses implizite Wissen so gesehen, das ist ja implizit, ja, das implizite Wissen, bewusster machen kann. Hier ausnahmsweise auch ein Zitat, das ich an der Stelle immer bringe. Normalerweise bin ich da eher zurückhaltend, was Zitate betrifft, aber das ist ziemlich powerful, wie ich finde, und zwar von Einstein, der also gesagt hat, höchste Aufgabe der Physiker ist das Aufsuchen jener allgemeinsten Gesetze, aus denen das Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen elementaren Gesetzen führt kein logischer Weg, das sagt Einstein, sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende Intuition. Das finde ich sehr bemerkenswert. Er hat auch übrigens, also wenn man so, findet man ja viele so Aussprüche auch über Spielen und Forschung reflektiert und nachgedacht. Das geht alles so in diese Richtung. Und das zeigt, wie ich finde, hier auch nochmal sehr schön oder fast sehr schön die Power der Intuition zusammen. Und es lohnt sich, glaube ich, auch über den Bereich noch etwas intensiver nachzudenken und zu forschen. Wenngleich das natürlich, das geht dann sicherlich auch in den neurologischen Bereich, in den bioneurologischen Bereich hinein. Aber ich denke mal, das ist auch unter psychologischen Bereich hinein ein sehr interessantes Forschungsfeld, wenn wir da noch mehr wüssten über uns selbst. Ja. Aber letztendlich jetzt hier so von der, vom Ansatz, dass man das ernst nimmt, positiv ernst nimmt, dass man das dann darüber auch einfach spricht, wieder kommuniziert, anders kann man das ja gar nicht aufnehmen und versucht das dann natürlich schon wieder mit unserer Rationalität dann da am Ende eine vernünftige Entscheidung zu fällen. Das ist ja die Zielsetzung, nicht? Dass man da also am Ende das Gefühl hat, intuitiv gut und reflexiv gut. Also diese These würde ich hier auch in der Form absolut so unterschreiben. Ja. Ja, das war quasi abschließend zum Thema Rationalitätssicherung, auch komplementär Intuitionssicherung, ne?